Ja, dann ist jetzt auch nochmal rechtzeitig in Torform gekommen, hat jetzt nochmal getroffen. Es gibt nur zwei Stürmer im Kader. Kann das so ein bisschen die Sorgen, dass falls da mal irgendwie, also im ersten Spiel, dass man wenig Aktion, kommt das dann zur rechten Zeit, dass er jetzt zu der Knochen, der Korken geplatzt ist? Erstmal weiß ich jetzt nicht, wo wir nur zwei Stürmer im Kader haben. Also das ist jetzt also Jamal und Natta, oder? Ach Ja, so so, als Stoßstürmer kommen, ja. okay. Gut, was mit Brangelo, was mit Ogbidi? Also sind auch alles Stürmer, die aber außen spielen. Oder selbst Pfeffi ist ein Außenstürmer. Also das ist immer so ein Ding, wenn ich höre, die spielen mit einer Spitze, dann denke ich immer so, wir spielen mit 10 Defensivspielern. Und auf dem Feld spielen die zwei außen, einer vorne, Pfeffi dahinter sind vier und Farid fünf. Also richtige Offensivspieler und plus zwei Außenverteidiger, die eins der offensivsten Außenverteidiger in der Liga sind. Also ich bin kein Freund da zu sagen. Natürlich sind es die einzigen zwei Stoßstürmer, die wir haben, die so spielen. Aber ich glaube nicht, dass wir im Kader vier Stoßstürmer haben können. Eins finanziell. Zweitens, was soll ich mit vier Stoßstürmer? Wenn wir das Pech haben, dass sich Jamal jetzt verletzt, dann ist es eben so, haben andere auch. Zum richtigen Zeitpunkt, ja, was ist der richtige Zeitpunkt? Ich hoffe, dass da jedes Spiel irgendwie Macht tut. Bei Stürmer ist es leider Gottes so, dass man die nur nach dem Tor misst, sonst nach gar nichts, weil im Fußball und wie im Leben, in unserer Gesellschaft, läuft man schon manchmal mit den Scheuklappen durch die Welt. Und deswegen, ja, diejenigen, die das schreiben und machen, können es beurteilen, aber ich als Trainer beurteile viele Sachen anders. Nicht zu jetzt sagen, ja, also weil auf das letzte Spiel sie ja gesagt haben, er hat ja kaum Ballkontakte gehabt und. Ja, gilt für viele andere Spieler auch, weil wir einfach nicht gut gespielt haben. Sind so Dann eine, brauche ich nochmal neu. Was ja. kann man aus dem Spiel von Radio mitnehmen zum Spiel gegen Milan? Na, die Pässe, obwohl Rathenow eben 3-0 zwar verloren hat, aber trotzdem eine sehr junge und eklige Mannschaft ist, schnelle Mannschaft ist, und wir haben aber trotzdem sehr viele Bälle so gespielt, wie wir spielen wollten. Das heißt, wir waren sehr ruhiger am Ball, wir waren sehr ruhiger in die, wenn wir die angedribbelt haben und die Pässe in die Tiefe gespielt haben, was wir gegen BFC schon sehr holprig war. Und gegen Jena ist eine Spitzenmannschaft. Ich war am Tag vorher da gegen Altklinike. Wenn jetzt der ein oder andere die Bilder gesehen hat, muss man schon sagen, dass Jena vielleicht 3-0 führen muss, bis sie das Gegentor bekommen. Und jeder Spieltag ist eben anders. Und es ist einfach schwierig, gerade am Anfang der Saison, wo alle mit breiter Brust eigentlich hinkommen, auch die Mannschaften, wo keiner, wo sagt, hey, die müsst ihr ja weghauen. Sieht man ja jetzt, ob es TB Luckenwalde, Fürstenwalde, Rathenow in Altklinike Punkt geholt hat. Komm mit breiter Brust. Es ist eben eine Liga. Das heißt, du musst schon, ist egal wie du heißt, du musst schon deine Leistung abrufen, damit du den anderen irgendwo unter Druck setzen kannst. Und bei Jena kommt jetzt ein Hochkaliber hierher. Ich habe, glaube ich, vor 2, 3 Wochen gesagt, wer für mich Favorit ist. Das ist Carl Zeiss Jena. Und ich habe es gegen BRK gesehen, wie die gespielt haben. Ich habe es gesehen, wie die vor 2 Tagen gespielt haben. Und das bleibt für mich, die sind für mich Top-Favoriten. Ja, jetzt haben sie den Wolfram noch geholt, der zwar jetzt gegen uns, denke ich, was ich schon gelesen habe, nicht spielen kann, weil er ein bisschen verletzt ist. Aber es ist einfach so im Fußball, dass man in einen Strudel reinkommt und einfach ja, kein Selbstvertrauen mehr hat. Ja, dann geht die eine, zweite, dritte Chance weg. Aber man muss sein eigenes umsetzen. Und das ist einfach die Fehler gegen BFC, die wir gemacht haben. Diese katastrophalen dritte und vierte Tor, ja, oder das, wie das erste entsteht, vermeiden. Und eben unser Ding, was wir gegen Radnor gemacht haben, oder die 25 Minuten der ersten Halbzeit gegen BFC, einfach mutig spielen, ohne sich viel Gedanken zu machen, ob wir einen Pass daneben hauen oder nicht, weil das hat man auch gestern gesehen, selbst wenn wir einen Fehlpass machen, die Jungs sind so zweikampfstark und laufstark, dass sie das ausbügeln können. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt in den nächsten, also heute, morgen nochmal Training und das einfach für uns vertiefen, dass wir das schon auch gegen Jena schaffen können. Erik, du bist neu in
der Mannschaft. Kannst du unseren Fans mal was über deinen fußballerischen Werdegang erzählen? Also, wie ich jetzt von Jena nach Leipzig. Nö, ich dachte so von der Jugend an, so, wo Ja, also hast meine Jugend war 5 Jahre Jena. Also ich du. habe in Halle gespielt. Also ganz am Anfang habe ich im FSV 67 Halle gespielt. Das war noch Anfangszeit, da war ich noch sehr klein. Dann bin ich zur U13 zum HFC gewechselt. Habe dort dann 3 Jahre gespielt, bis ich nach Jena gewechselt bin. Habe dort dann meine 5 Jahre in der Jugend auch nochmal verbracht. Habe da auch 3 Männerjahre mitgemacht. Also in der zweiten und in der ersten Mannschaft. Ja, und jetzt bin ich hier in Leipzig und das ist schon, also es gefällt mir sehr auch hier, wie die Mannschaft ist und wie sie mich aufgenommen haben. Und ich denke, wir sind wirklich eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Qualität und vor allem auch mit viel Teamgeist, was auch sehr wichtig ist in der Liga. Ja. Du hast gestern 45 Minuten gespielt. Wie schätzt du deine Leistung ein? Wo siehst du grundsätzlich so deine Stärken? Was bist du so für ein Spieler? Also meine Stärken sind auf jeden Fall die tiefen Läufe. Also ich bin ein sehr lauffreudiger Spieler. Habe natürlich auch immer Lust, auf dem Platz zu stehen, Fußball zu spielen. Zu meiner Leistung gestern. Ja, es geht immer mehr, sage ich ja. Also es war ein recht ordentliches Spiel, sage ich jetzt. Wir haben 3-0 gewonnen, das ist erstmal die Hauptsache, was mir am wichtigsten auch war. Und ich bin natürlich auch erstmal dankbar, dass ich die 45 Minuten spielen durfte. Und Du kennst die alten Hautdegen aus der alten Mannschaft noch. Wie schätzt du den Gegner ein, du persönlich für Samstag? ja, also Jena ist auch eine super Mannschaft in der Liga. Ich meine, lange in der dritten Liga auch gespielt und letztes Jahr war es auch eine gute Saison, die wir da gespielt hatten. Und ich sage, es ist gegen jeden Gegner schwer zu spielen und dann auch vor allem gegen Jena, weil die einfach aggressiv spielen und fußballerisch auch immer da sind. Aber ich denke, man kann das schaffen oder wir können das schaffen, weil wir auch eine super Mannschaft sind. Gibt es ja im Vorfeld so über WhatsApp-Gruppen solche kleinen Sticheleien? Oder Nein. habt ihr da nichts? Nein, Seid nicht nein. klar mit den Da gibt's WhatsApp-Gruppen? nichts, nein, da gibt's nichts. Okay. Sind aus Rathenow nur alle gesund zurückgekommen oder gibt es irgendwelche Probleme? Nein, also sind alle Gott sei Dank ja zurück gesund. Jetzt gucken, bei Pfeffi war es ja auch so, dass er ja nach dem BFC-Spiel ja mit seinem Nacken ja Riesenprobleme gehabt. Am nächsten Tag sah es ja nicht so gut aus, aber ja, bei Pfeffi hat er ja gutes Heilfleisch und das ging ja zum Glück gut. Er hat ja gestern ohne Beschwerde gespielt, gut gespielt und ja, man ist schon immer froh, wenn man gewinnt. Dann, ich glaube, wir haben auch gar keine gelbe Karte bekommen, so wie ich mich erinnere. Dann alle gesund. Also das ist ein optimaler Spieltag gewesen, muss man einfach sagen. Worauf müsst ihr bei Jena am Sonnabend besonders achten? Wo könnten sie besonders gefährlich werden? Und wo müsst ihr da dagegen steuern? Na, Jena hat ein unglaubliches Umkehrspiel. Ja, das war gegen Berg, das war letztes Jahr schon so unter Türkunat und dieses Jahr gegen BRK und gegen Altklinike auch. Ja, bei Ballverlust sind sie ruckzuck mit einem Kontakt, spielen sie eben sehr schnell in die Tiefe, steil Klatsch und dann gehen sie eben ab. Über die Außen, wo sie sehr schnell sind, über den Kraus, Eiselein, ein ja, Top-Spieler, der auch höher gespielt hat. Also da ist schon anderes Kaliber als Rathenow, ja, ohne jetzt zu sagen, Rathenow ist eben eine ganz andere Mannschaft. Aber die können das sehr, sehr gut. Ja, die haben sehr gute Standards. Aber dieses Umkehrspiel sind sie schon brandgefährlich. Gestern war ja auch schon aufgrund der englischen Woche Belastung, wenig Rotation. Wie wird das am Sonnabend sein? Vertraut man da auf das Team, was dann Rathenow besiegt hat von Anfang an, oder wird es wieder Wechsel geben? Ja, Rotation, also ich versuche schon immer die spielen zu lassen, die in diesem Moment die fittesten sind oder den besten Eindruck zu machen. Und gestern war ja Salle draußen und Mike Eggesleder draußen. Aber nicht, weil die, ja, wie gesagt, nicht, weil jetzt das Spiel, das hat nichts mit dem Spiel vom BFC zu tun, sondern einfach, weil wir schon
dann gesagt haben, in der Breite sind wir gut besetzt. Und warum soll ich einen müden Spieler, der vielleicht zu diesem Spiel gar nicht passt, dann irgendwie auf Teufel komm raus? Ja, Mike wissen wir ja auch, der war ja, also Mike Eggesleder war ja auch Fäulnis ein bisschen verletzt. Und dann merkt man, das ist eben ein anderer Rhythmus. Und dann hat man noch ein Jena-Spiel. Also ich denke, dass jeder Trainer sich freut, wenn er so etwas hat, ja, dass er so einen Ogbidi reinbringt, der dann da hoch und runter rennt. Und ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, als wir dann gewechselt haben, dass wir gerade wo stand 1-0 und dann hat Rathe nur so auf Teufel komm raus, auf alles gespielt, haben sie wirklich teilweise sind sie stehen geblieben und mit 4-5 Mann hinten. Und dann haben wir eben gewechselt mit Erik in der Halbzeit, wo dann auf einmal noch mehr so ein bisschen Schwung nach vorne, weil der Gegner erstmal, wer ist denn das? Also der ist ja ein ganz anderer Typ als Boggy. So, und dann bringst du irgendwann Mike rein und Leon auf die 6, Farid dann raus, so ein Spielgestalter, und auf einmal wird's Ruhe. Also auf einmal war es ruhig für, ja, bis so, glaube ich, 75. Minute, dann haben sie angefangen, lange Bälle zu schlagen, haben sie den Pistol reingebracht und den Januario reingebracht, kopfballstarke Spieler, und dann habe ich Obi reingebracht, und auf einmal war wieder Ruhe. Ja, dann habe ich den Luca ins Zentrum reingebracht, Obi hinten mit Mike, und ja, dann hast du schon das Gefühl, dass die Mannschaft dann eben stabil ist, ja, und dann siehst du, da hat sich nichts verändert. Und da freut man sich schon darüber, weil du hast mit paar Wechseln einfach von der Bank eine Stabilität reingebracht, wo kein Bruch drin ist. Im Gegenteil, eine ganz andere, selbe Spielsystem, aber die Typen haben ein ganz anderes Spiel reingebracht. Und gerade die langen Bälle, die gewesen sind und so weiter, hast du dann zu 90% alle gewonnen. Und ich denke, dass das auch ein Grund war, warum wir dann desto weiter es nach hinten ging, ja, auch vielleicht noch ein oder zwei andere hätten machen können, weil wir einfach eine absolute Ruhe hatten und eine Stabilität drin. So, und deswegen bin ich auch froh, dass das eben gewirkt hat. Ja, beim Trainer ist es ja immer so, wenn du gewinnst, dann sagen sie, ah, super, und wenn du verlierst, dann erzählen sie, ja, warum hast du denn ein Eggesleder und ein Zalewski rausgebracht? Aber das ist ja so ein Ding, was dazugehört. Und am Ende steht man ja für die Entscheidung und muss die tragen. Freut man sich da jetzt als Trainer, dass man mehr Wechselmöglichkeiten hat? Natürlich. Weil, ja, das ist ja... Macht dann nochmal mehr Optionen möglich, sozusagen. Es sind mehr Optionen, es ist auch mehr diese Bauchgefühle, mehr Sicherheit. Man sieht die im Training, man kennt aber die Stärken. Ja, deswegen ist ja immer in meiner, also nicht nur hier bei Lok, sondern in meiner Kaderzusammenstellung, wir können keine 24, 25 Spieler haben. Also können wir schon, aber dann sind es ja irgendwelche Alibi-Transfers, wo du einfach sagst, ja, ich habe hier Trainingsgastspieler, die jetzt so ein bisschen mittrainieren. Nein, die müssen schon eine Konkurrenz sein. Und ich habe immer darauf Wert gelegt, dass die Spieler mehrere Positionen spielen können. Es gibt Spieler, die sollen ihre Position nur machen. Das sind eben Jamal und Natta und da brauchen nicht alles. Aber ob es jetzt Erik ist, ob es jetzt Leon Heinke, Luca, also gibt es schon ein paar. Salle ist einer davon. Die können dann eben mehrere Positionen spielen. Da kannst du eben ein bisschen variieren. Ja, dann brauchst du eben keinen 24 Spieler. Das sieht dann eben auf dem Blatt immer so, naja, 18 Feldspieler im Moment, ist es zu wenig, ist es nicht. Ich denke, wenn du mehrere Optionen hast, dann ist es eben gut zu haben. Und wenn du mehrere Positionen spielen kannst, dann wissen die eben nicht, spielt jetzt Erik rechter Verteidiger oder doch offensiv. Also ist schon für einen Trainer gut. Und gestern war das beste Beispiel, ja, wo die so ein bisschen Rathe nur wild war, wild gefährlich, weil die ja immer lange Bälle gespielt haben und die immer wieder in die Tiefe, musste ja erstmal sagen, alles 50-50. Dann, beste Beispiel ist mit Leon. Leon kommt auf die 6, Farid ist raus, nicht weil er schlecht war, sondern einfach ist ein anderes Spiel. Jetzt brauche ich einen Kopfballspieler, aber trotzdem der Fußball spielen kann. Da steht Leon vor der 6 und räumt alles ab und spielt mit erst zweiten Kontakt die Pässe in die Tiefe und der Gegner ist dann vorne vielleicht für einen Bruchteil der Sekunden in der Überzahl. So, und bei Ballverlust auf einmal sind sie hinten in der Unterzahl. So, und dann haben wir das auch ausgespielt, hätten dann
das Kopfball, Flugkopfball von Natta, ja, überragend gespielt, auch aus dem Konter, überragend gespielt, super Flanke und Torwart hält überragend. Also, das war schon so für mich gestern, wo ich gesagt habe, also, da war die von der Bank gekommen sind, war auf einmal Ruhe. Dann fing es wieder, habe ich es gerade, um dich zu wiederholen, irgendwann an mit ganz, ganz langen Bälle. Dann nimmst du noch einen kopfballstarken Spieler, erfahrenen Spieler rein und dann ist ganz Ruhe.